Wow. Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia Cordalis sind normalerweise wie Pech und Schwefel. Doch jetzt hat die TV-Ikone einen echten Schock erlitten. In ihrem neuen Reality-Format Daniela Katzenberger auf Vox, das am 6. September startet, enthüllt sie ihren größten Albtraum als Mutter. Sophia hasst Rosa. Früher liebte Sophia die Farbe, doch heute scheint der Zauber vorbei zu sein. Daniela erklärt mit einem Schmunzeln, dass ihre Tochter von einer Prinzessin Lilifee zu einem Eminem-Fan mutiert ist. Sie bricht mir mein rosa Herz, klagt die Kultblondine. Und Daniela vermutet sogar, dass sie selbst schuld daran ist, weil sie vielleicht ein wenig zu viel Rosa in Sophias Leben gebracht hat. Aber es gibt auch fantastische Neuigkeiten für alle Fans von Daniela. Ab dem 6. September könnt ihr sie wöchentlich bei Vox sehen, wenn sie private Einblicke in ihr Leben als Ehefrau und Mutter auf Mallorca gibt. Und das ist noch nicht alles. Direkt im Anschluss läuft die Dokumentation Daniela Katzenberger – Die Story, die einen Blick auf ihre Karriere im Rampenlicht wirft. Nicht verpassen! Die aufregende neue Reality-Show und die spannende Doku. Abonniert unseren Kanal und bleibt auf dem Laufenden.